Autos in The Sims 4 sind schon seit dem Release des Basisspiels ein großer Wunsch der Community, welche ich in diesem Video einordnen und eine Schätzung abgeben will, wie realistisch diese noch für den aktuellen Sims-Teil sind. Ach ja, viele von euch, die erst seit 1 bis 2 Jahren bei The Sims 4 mit dabei sind, werden die anfängliche Diskussion gar nicht mitbekommen haben. Der Start ohne Autos, nachdem diese schon seit dem ersten Teil mit dabei waren, war anfangs echt ein Desaster. Wenn man nicht weiß, wohin mit den ganzen Simoleons, ist so ein Auto eine wirklich sinnvolle Investition. Und in The Sims 3 konnten sich die Sims mit diesen sogar schneller fortbewegen. Andere Community-Wünsche wurden mittlerweile implementiert. Selbst die Fahrräder haben es schon ab an die Uni ins Spiel geschafft. Zu den Autos haben wir aber von Entwicklerseite in all der Zeit kaum Informationen erhalten. Und auch ich habe mir in der Vergangenheit schon einige Gedanken zum vielleicht verbreitetesten Fortbewegungsmittel gemacht. Stellt euch mal vor, wir könnten die Autos im aktuellsten Sims-Teil ähnlich wie die Sims und Grundstücke mit Merkmalen ausstatten. Ein urlaubstaugliches Auto eignet sich besser zum Reisen in ferne Länder. Das Viel-Platz-Merkmal würde einen Umzug günstiger machen, da hierfür kein extra Umzugsunternehmen angeheuert werden muss. Oder man kann zum Beispiel Granite Falls nur mit dem Auto erreichen, da hier kein Flughafen in der Nähe existiert. Wenn es die Autos wirklich ins Spiel schaffen sollten, wünsche ich mir auf jeden Fall dazu passendes Gameplay. Ansonsten wären diese aus meiner Sicht mehr oder weniger nur eine nett animierte Deko, so wie es in The Sims 3 der Fall war. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Viele Stimmen in der Sims Community sind genau dieser Meinung. Autos sind bedingt durch die nicht offene Welt für viele von euch einfach unnötig. Auch ich bin nicht der größte Fan, da Autos in The Sims 4 wie leider so oft wahrscheinlich einen Haken hätten. Wenn sich die Entwickler aber Mühe geben würden und kleinere Kniffe sowie Vorteile durch Autos implementieren, würde auch ich mich über ein Pack oder Update mit diesen freuen. Wir können uns mittlerweile extrem gut vorstellen, wie die Autos aussehen könnten. Der Simmer Max20 hat hierzu nämlich ein kleines Mod-Paket an Autos und passenden Deko-Objekten veröffentlicht, welche wirklich wie offizielle Objekte aus dem Spiel aussehen. Bei diesem Screenshot könnte man wirklich meinen, hier wurde gerade ein neues Gameplay-Pack geleakt. Jetzt kommen wir aber zur wichtigsten Frage. Werden Autos für The Sims 4 nochmal erscheinen? Ich denke, leider nein. Das Hauptproblem wird vermutlich sein, alle bereits vorhandenen Welten und die damit verbundenen Straßen für die Autos zu aktualisieren. Auch die Deko-Fahrzeuge, die bereits jetzt im Spiel vorhanden sind, müssten ja mit den fahrbaren Autos interagieren können. In der Theorie wäre das wahrscheinlich möglich. Die Entwickler haben auch schon mal in einer früheren Umfrage nach Meinung zu einem Autopack für The Sims 4 gefragt. Aber das wäre wahrscheinlich mittlerweile mit zu viel Arbeit verbunden. Wie denkt ihr über die Autos? Wünscht ihr euch sie unbedingt zurück? Oder könnt ihr auch noch auf Sims 5 warten, in dem diese hoffentlich wieder auftauchen? Also dann, bis zum nächsten Video.